Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Inazuma 11 2 Feuersturm. Wir sollen jetzt das Steuerpult des Aliensteins finden. In dem Sinne, lass knacken. Wir gehen direkt mal nach oben und gucken, wo denn dieser, ja, Pult sein kann. Ich denke, das hier sollte es sein. Wir gehen trotzdem mal nach oben und gucken uns mal hier um, weil vielleicht sind hier so also die ein oder anderen Truhen. Wie wir sehen können, sind hier auch die drei, die ein oder anderen Truhen. Ich war gerade von dem Dreieck verwirrt, deswegen habe ich drei gesagt. Und wir haben das Kraftamulett selber bekommen. Das klingt schon ziemlich fancy, noch ziemlich Premium. Deswegen würde ich sagen, gucken wir mal ganz kurz, was es denn so bringt. Ausdauer plus 7, ui. Wer hat denn hier eine ziemlich weaker Ausdauer? Ich glaube, es ist echt Mark. Mark könnte diese ganz gut gebrauchen. Oder Eugene. Wir müssen an einen Strang ziehen, das geht nicht. Das schwächste Glied im Team muss gestärkt werden, ja? Und in dem Sinne bekommt auch hier Eugene, wobei er hier schon das Amulett hat, ne? Ey, komm. Egal, dann bekommt Mark das Körpereinsatz-Amulett. Auch wenn er jetzt schon einen Körpersatz von 50 hat. Ich glaube, er ist... Ja, gut. Sharp ist dann doch einer der stärksten im Team, was Körperansatz anbelangt. Aber das sieht gut aus. Ja, wir haben im letzten Part nicht nur die Aliens geklatscht, beziehungsweise die Roboter-Aliens. Nein, nicht nur das. Auch Trainerin Lina hat Schmerzen und Eskapaden auf sich genommen, um uns zu befreien. Ja, wir waren hier in diesem Raum gefangen und Trainerin Nina hat sich dem sofort angenommen. Ohne groß nachzudenken, hat sich die Finger verbrannt und die Hände verbrannt und hat die Tür mit bloßen Händen geöffnet und Props an Lina dafür auf jeden Fall. Hey, ich glaube, ich habe das Schaltpult-Ding gefunden. Echt, Mark? Du hast es gefunden? Okay, das sah gerade komisch aus, weil Sylvia nämlich einfach so, eingeblendet worden ist. Bist du vielleicht ein Alien? Hallo? Hey, ihr seid alle Aliens! Mark, schau mal da. Wir haben Aliens in unseren eigenen Reihen! Oh, dieser Stein, also dieser Aliens-Stein, der scheint echt Power zu ziehen. Was ist das? Oder Power abzugeben. Powerful. Da scheint eine Art Maschine über dem Stein zu hängen. Seht nur die ganzen Rohre, die um ihn herum angeordnet sind. Diese Maschine entzieht dem Stein Energie und verteilt sie über die Rohre an die Spieler von Alias. Man nennt sie auch Laderohre. Laderohre? Das muss es sein. Das muss die Maschine sein, die den Energiefluss kontrolliert. Das übernehme ich, Mark. Geschafft. Jetzt können sie keine Energie mehr aus dem Stein beziehen. Echt? Juhu! Die Spieler von Genesis sollten sich nun wieder in normale Menschen zurückverwandeln. Wie? Was meinen sie damit? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich euch alles erzähle. Die Alias Academy hat nichts mit Aliens zu tun. Ich wusste es! Was? Sie sind keine Aliens? Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist der Stein vor 5 Jahren hier am Fuji auf der Erde niedergeschlagen und eingeschlagen. Wissenschaftler der Schiller-Gruppe haben ihn untersucht und festgestellt, dass er einige fantastische Eigenschaften hat. Fantastische Eigenschaften? Die Energie, die der Stein ausstrahlt, hat einen besonderen Effekt auf das Nervensystem. Wird jemand dieser Energie ausgesetzt, wird er viel stärker als ein normaler Mensch. Anders ausgedrückt könnte man sagen, dass man mit Hilfe des Steins Supermenschen erschaffen kann. Supermenschen? Also sind die Spieler von Alias nur... Genau, eine Mannschaft, deren Spieler nur aus dieser verbesserten Menschen besteht. Ich? Das ist ja schier unglaublich. Immer diese pushenden Eigenschaften. Erstmal in Inazuma 11 1, das Wasser der Götter, jetzt hier der Alias-Stein. Ich glaube, Level 5 hat ein Fable für, kann das sein? Also waren die Alias-Teams überhaupt gar keine Aliens? Aber warum sollte man eine Organisation wie diese überhaupt erst erschaffen? Die Alias Academy wurde gegründet, um die Macht der Schiller-Gruppe zu demonstrieren. Demonstrieren? Ja, mein Vater hat schon immer geheime Geschäfte mit der Regierung abgeschlossen. Darum ist er so einflussreich. Das alles änderte sich, als er versuchte, Waffen ans Militär zu verkaufen.
Premierminister Vanguard hat es allerdings abgelehnt, Geschäfte mit der Schillergruppe abzuwickeln. Das hat mein Vater so sehr verärgert, dass er Herrn Vanguards Lieblingssport dazu verwenden wollte, sich an ihm zu rächen. Mit Hilfe des Aliensteins hat er verbesserte Kinder erschaffen. Diese hat er dann angewiesen, durch Fußball Zerstörung über das Land zu bringen, als Rache und zur Demonstration seiner Macht. Die Schüler der Alice Academy sind alle Opfer des Wahnsinns meines Vaters. Darum musste ich ihn unbedingt aufhalten. Also wollen sie ihren Vater besiegen, um ihm zu zeigen, dass er sich geirrt hat. Es tut mir wirklich leid, dass ich ein so wundervolles Team anlügen musste. Mark, ich werde nicht weiter so tun, als sei ich eure Trainerin, obwohl ich jede Minute mit euch genossen habe. Nein! Sie haben nicht nur so getan, als ob. Sie sind Trainerin Lina, unsere wahre Trainerin. Sie haben uns immer die richtigen Anweisungen gegeben, mit deren Hilfe wir gewinnen konnten. Sie bewahrten uns vor Verletzungen und haben uns wieder aufgebaut, wenn wir nach einer Niederlage am Boden waren. Sie können uns jetzt nicht einfach so im Stich lassen. Mark... Da hast du es, Lina. Sieht so aus, als würdest du weiter die Trainerin von Raimon sein, bis wir Alias besiegt haben. Trainer Hillman? Er hat recht. Helfen Sie uns, sie zu schlagen, Trainerin Lina. Na gut. Gehen wir es an. Gemeinsam. Ja, ohne Witz. Jawohl. Moment mal, wenn sie jetzt doch keine Aliens sind, wie konnten sie dann den ganzen total verrückten Kram machen? Nach Spielen spurlos verschwinden, diese schwarzen Fußbälle. Die ganze Technologie dahinter wurde von der Schillergruppe entwickelt. Das waren alles nur Tricks, die mein Vater eingesetzt hat, um die Welt davon zu überzeugen, dass sie wirklich Aliens sind. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die, an das Finale von Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney, als auch der ganze Zauber verschwunden ist und alles auf die Technik geschoben worden ist. Ernsthaft? Ich war total davon überzeugt, dass sie nicht von diesem Planeten sind. Da waren aber ein paar wirklich beeindruckende neuartige Technologien dabei. Ja, wenn sie nur für bessere Zwecke eingesetzt worden wären. Trainerin Lina, tut mir leid, aber wir sollten hier nicht noch mehr Zeit vergeuden. Laut meinen Informationen gibt es nur noch einen weiteren Raum in diesem Labor. Er befindet sich direkt über uns. Da wird sich dann Genesis befinden? Genau. Da wir den Energiefluss gestoppt haben, werden sie deutlich geschwächt sein. Vielleicht können sie sogar nicht einmal mehr die Supernova einsetzen. Dann habt ihr diesmal hoffentlich ein leichteres Spiel als beim letzten Mal. Ja, sogar ohne die unendliche Hand und den Planetenball. Wir beherrschen ja jetzt das Todesdreieck 2 und das Wolfsgeheul. Damit sollten wir eine Chance gegen sie haben. Na, ich glaube nicht. Todesdreieck 2, Wolfsgeheul? Wann habt ihr denn diese Techniken gelernt? Das musst du dir anschauen. Das sind fantastische Techniken. Aber das sind doch nicht einmal deine eigenen Techniken. Eine Sache ist allerdings seltsam. Der Aliensstein ist das wichtigste Ding in dieser Einrichtung. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er von Genesis bewacht wird. Das ist wahrscheinlich der Vater von Lina. Nein, es ist Javier. Lol. Ich wusste, dass du es bisher schaffen würdest, Mark. Javier! Scheint so, als seien Gesell und Torch davongerannt. Nur wir, Genesis, sind Vater noch geblieben. Ist doch so. Nicht wahr, Schwesterlein? Javier! Schwesterlein? Trainerin Nina ist deine Schwester? Wir sind zwar nicht blutsverwandt, aber ja, wir sind Geschwisters. Alle hier bei der Alice Academy sind Waisen. Wir haben alle in der Sunshine Academy gelebt, dem Waisenhaus, das Vater gehört. Lina hat mich immer wie einen kleinen Bruders behandelt. Also waren sie früher wie Bruders und Schwestern, aber jetzt stehen sie sich feindlich gegenüber. Javier, ich will nicht gegen dich antreten, wenn du dich jedoch auf Vaters Seite stellst. Dann was? Wirst du versuchen, mich zu besiegen, nur um Recht behalten zu können?
Warum tust du alles, was dein Vater dir sagt, Gravier? Er versucht, einen Krieg anzuzetteln. Er ist doch eindeutig ein böser Mensch. Vater, es ist alles, was mir noch geblieben ist. Ich würde alles tun, um ihn glücklich zu machen. Oh, alles. Lol, Hadi. Aber mit so einer Einstellung, Fußball zu spielen, macht doch gar keinen Spaß. Das ist wahr. Ich wusste nie, wie viel Spaß man beim Fußballspielen haben kann. Aber als ich dich getroffen habe, fing es tatsächlich an, mir Spaß zu machen. Doch jetzt muss ich dich besiegen. Ich kann Vater es nicht im Stich lassen. Er hat sonst niemanden mehr auf dieser Welt. Javier! Ich werde Vaters Wunsch erfüllen und euch besiegen. Ich werde beweisen, dass Genesis das beste Team weit und breit ist. Wir haben auch versucht, das beste Team weit und breit zu werden. Aber es geht nicht darum, einfach das beste Team zu werden. Mark! Hast du jetzt genug mit unseren Feinden geplaudert, René? Bellatrix. Vates wartet auf uns. Komm, wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen diesen erbärmlichen Schwächling zeigen, wo sie hingehören. Ey, pass auf, was du sagst, ja? Oh. Scott, nein! Schon gut, ich komme. Bis gleich, Mark. Wir erwarten euch oben. Bereitet euch gut vor. Passt gut auf dein Team auf, Schwesters Herz. Da stimmt doch etwas nicht. Wir haben ihren Energiefluss doch bereits unterbrochen. Aber sie scheinen es gar nicht bemerkt zu haben. Geht es Ihnen gut, Trainerin Lina? Keine Sorge, es geht mir gut. Leute, hört mir zu! Wir müssen sie aufhalten! Wir müssten einfach gewinnen! Du hast recht. Wir können es nicht zulassen, dass sie weiter diese Supermenschen erschaffen. Ich weiß, dass wir es schaffen können, Team. Ihr seid die stärkste Mannschaft des Landes. Ich habe nur eine einzige Anweisung für euch. Gewinnt dieses Spiel. Yay! Scrappy! Da ist wieder dieses Leuchten. Es ist viel stärker als zuvor. Jetzt ist es wieder weg. Aber was zum Geier war das bloß? Dieses Leuchten, war das etwa... Mark, Team, wenn ihr bereit seid, kann es losgehen. Ja, Trainerin. Wie, jetzt geht's jetzt direkt los? Ist das das Finale oder... Gib auf uns acht, Opa. So, das kann doch hier nicht mit Kapitel 9 enden. Oder etwa doch. Ich würde gerne die Chance ergreifen, mich nochmal zu heilen. Bevor wir natürlich gekämpft haben, ist ja ganz klar. Vor allem, ich frage mich jetzt, wenn ich jetzt gleich die Schlüsselkarte benutze, werde ich dann quasi direkt, ich weiß nicht, ins Spiel gelangen? Das wäre natürlich ein bisschen doof. Gönn dir, Boots. Jetzt ist die Frage, kann ich auch Mark jetzt hier aus dem Tor lassen? Ergo... Weiß nicht. Nein, nicht schießen. Nein. Eiswand. Ergo, kann ich ihn jetzt als Libero einsetzen, als Verteidigungs-Mittelfeldspieler beispielsweise? Würde das gehen? Oder was? Weiter so, Raimund! Das wird die große Frage sein. Ich würde es ganz gern probieren eigentlich. Dann kommen wir erstmal heilen. Und dann gucken wir mal auf die Aufstellung, ob wir Mark rauspacken können. Es geht. Wir könnten theoretisch jetzt... Na? Darren reinpacken. Ich lasse Mark aber mal hier in der Standardaufstellung drin. Nur in der 11 gegen 11 müssten wir schauen, dass wir Mark rausholen. Und, ah, vorbei. Mark ist ja schon hier. Okay, alles gut. Na gut, okay. Dann, belassen wir es dabei.
gehen nach oben. Schauen mal, was uns erwartet. Erstmal noch speichern, weil wenn ich jetzt wirklich ins Finale reinrenne, ins finale Spiel reinrenne, ich weiß nicht genau. Ich habe das Gefühl, jetzt gleich kommt noch irgendwas, dann endet das Kapitel und dann geht das 10. los, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt das Ende ist, mit 9 Kapiteln. Vielleicht ist Kapitel 10 dann so ein... Ich weiß es nicht, ich glaube, da kommt noch was. Sicherheitssystem deaktiviert und ab nach oben mit uns. Aber vielleicht nochmal vorher speichern. Aber wir nähern uns, wie es aussieht, im großen Finale, ja? Schätze ich jetzt mal aus diesen ganzen Dialogen. Aber natürlich, es kann natürlich immer noch sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und das Kapitel endet. Ja? Aber wir haben sowieso noch hier eine weitere Station zu erkunden. Ein weiteres... ein weiteres Stockwerk. Die Wandgeweihe. Okay. Ja gut, eure Geweihe werde ich dann irgendwie an den Kamin hängen. Da habt ihr recht. Also da werde ich hier natürlich gesandwiched. So muss das sein. Von 3 Stück. Na gut. Bitte Sharp, knall ihn rein. Thanks, lol. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Also ich glaube, sie machen nach wie vor keine Taubertechniken. Ausprobieren will ich es jetzt aber hier im letzten Stockwerk nicht unbedingt. Vielleicht gucken wir gleich mal. Ich meine, wir hätten jetzt auch gleich mit Bobby drauf schießen können. Wir hätten gar nicht auf Sharp gehen müssen. Aber Level 39 für Mark. Das ist eine nice Angelegenheit. So, was ist hier? Was ist hier? Gar nichts? Na gut. Kann ich mir aber echt nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Und schon wieder verliert Frost hier den Ball. Ich weiß nicht, das klappt irgendwie nie so. Ich schicke Frost in die richtige Richtung und er will trotzdem nicht, ne? Also, das ist irgendwie ein bisschen komisch, ne? Es ist die Frage, ob Mark diesen Raketenschuss halten kann. Höchstwahrscheinlich nicht. Das sah schon fast so aus, als ich habe ihn schon drin gesehen, ne? Ich meine, selbst Bobby bleibt stehen, um den Ball zu kriegen. Was macht Frost? Richtig ablusen. Lässt den Ball an sich vorbeigehen. Das kann doch echt nicht sein. Also, das ist echt witzlos. Und jetzt natürlich kommt eine Technik. Jetzt natürlich kommt da eine Technik. Das ist so klar einfach. Muss ich ihn alles hier alleine machen? Komm, geh doch drauf. Boah, ist das hier wieder zum Kotzen, ja? Naja, gut. Boah, ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt nicht reingegangen wäre, ne? Ich hätte die Welt nicht mehr verstanden. Hör doch einfach auf, Alter. Dreckskämpfe. So, jetzt können wir wieder lecker Punkte auffüllen. Geil. Aber natürlich auch nicht verschwenderisch sein. Das muss gut aufgeteilt werden, die Portionchen, ja. Ich hoffe, hier ist noch ein Heal Station, Alter. Weißt du, kurz vorm Finale. Schlägst du Genesis, bist du der Beste. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Okay, ich glaube, wir sind hier schon in Richtung Finale, deswegen bleiben wir da mal weg. Und schauen weiter.
laufen mal dieses Stockwerk ab, weil ich hoffe halt wirklich, dass hier noch eine Heal Station ist. Geh doch zur Truhe. Ich traue mich auch nicht, hier schneller zu laufen, weil ich dann die Angst habe, dass es wahrscheinlicher ist, einen Kampf zu haben. Ja. Na gut, die Hinterläufer. Ja. Wohl eher die Hinternläufer. Nom. Ach, bitte, ist das dein Ernst? Ach, das so eine Scheiße ist das. Ach, ist doch schlecht. Ach. Heißt nicht blockieren, bist du bekloppt? Hast du einen Schaden oder was? Wenn du wertvolle TP dafür verschwenden, dass du diesen Ball aufhältst, der sowieso von Marc gehalten wird, erstmal ehrlich. So, komm. Ich wette jetzt mit dieser Sex. Also, nicht so wie ich es bitte. Also, nicht falsch verstehen, ja? Er heißt doch Sex. Na, Sachs. Das klingt mindestens genauso kacke. Warum müssen die Wörter immer so pervers klingen, wenn ich sie ausspreche? Mensch. Natürlich setzt er jetzt keine Technik ein. Das ist natürlich klar, ne? Ja, ja, ja. Komm, Heal Station, Heal Station. Ich brauch das Teil. Ich krieg doch nicht umsonst so viele Elan-Punkte oder was. Oh. Er hätte wieder fast den Ball an sich vorbeigelaufen lassen, ne? Und ich weiß nicht, ob er jetzt eine Technik zieht. Komm. Jetzt wird er sicherlich keine Technik machen, aber hätte ich einen normalen Schuss benutzt. Hätte er locker, ja. Was soll ich Ihnen sagen? Das exotische Armut. Oh, ja, hätte ich einen normalen Schuss gemacht, der hätte locker eine Technik benutzt. Das ist immer diese umgekehrte Psychologie. Richtig komisch. Naja. Was kann denn dieses Armband? Was, das hier? Nee, ne? Aber hey, es gibt mir mehr Ausdauer, also es ist nur gut für uns. Was war das andere mal hier? Das war doch, was waren sie das? Ja, hallo? Ballkontrolle plus 9. Ah. Heftiger Auto. Bessere Ballkontrolle ist immer gut und da würde ich doch sagen, bekommt Bobby dieses. Und Frost bekommt das Hoffnungsband. Läuft bei uns, Budes. So, komm, jetzt aber nochmal eben schnell nach oben gehen und eine Heal Station ins Gesicht kriegen. Oh, kein Kampf, danke schön. Oh. Komm schon, gib mir eine Heal Station! Wie weit erstreckt sich das hier denn noch? Wo geht's hier lang? Hier ist doch gar nichts. Sackgasse. Wie nennt man überhaupt, jetzt mal ganz ehrlich, hier Butter bei die Fische, ja, Lörres auf dem Tisch. Wie nennt man eine kleine Straße, in der sich nur männliche Personen befinden? Komm schon. Willst du mich verarschen, Alter, du Mistgeburt? Wie nennt man eine Straße, eine kleine Straße, eine sehr, sehr winzige Straße, in der sich nur männliche Personen aufhalten? Wie nennt man die?
ist ja ganz klar. Was war das denn? Sackgasse. Ist ja ganz, ne? Aber hier mal wieder, ist klar, ne? Natürlich ist so eine Dreckstechnik stärker als die Himmelshand. Das ist wieder richtig schlecht, ne? Aber okay, ne? Das ist halt schlecht. Wo geht's jetzt hier lang? Wie breit ist denn das hier bitte? Wo geht's da lang jetzt? In den zweiten Stock? Ja, wie? Hä? Und das denn? Was ist das denn für ein Weg? Wir könnten jetzt zur Heal Station laufen, aber... Naja, wenn nicht ständig die ganzen Dreckskämpfe dazwischen kommen würden, ne? Naja, ne? Oh, Mark ist doch schon okay. Frost hat den Ball doch. Wenn dieser Sex oder Sachs oder was weiß ich, wie der heißt, wie er heißen mag, hat er, glaube ich, gerade eben keine Technik eingesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Fallrückzieher mache, vielleicht geht er ja rein. Danke sehr. Weiter so, Raimon! Aber ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich mich hier im zweiten Stock aufhalte. Ich kann diesen Ort nicht zuordnen. Zuordnen. Okay. Aber hier waren wir definitiv noch nicht. Das ist doch ein weiteres geheimes Geschoss, das wir bisher noch nicht gekannt haben. Und da brauchen wir eine Schlüsselkarte. Okay, das Erkunden geht anscheinend weiter. Alles klar, dann würde ich sagen, das werden wir in diesem Part wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Alles hier zu erkunden, da würde der Part zu lang gehen und mal gucken. Weiter so, Raimon! Wir kommen jedenfalls jetzt in Bereiche rein, in denen wir noch nicht gewesen sind. Aber das ist auch gut, weil ich dachte dann bisher, okay, was machen wir hier bitte? Wir waren hier doch sicher schon, das ist das zweite Obergeschoss, aber es ist halt ein verstecktes Obergeschoss, das wir nur über die dritte Etage erreichen konnten und können und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich sagen, beende ich hier den Part. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werden wir schauen, das war... Ja, was soll ich Ihnen sagen? Hier natürlich weitermachen. Ist ja wohl ganz klar. Ne? Und dann geht's hoffentlich so bald, wie es geht, zum Finale des Spiels. Wenn nicht das 10. Kapitel dazwischen kommt, wovon ich ausgehe, aber mal gucken, wir lassen uns mal überraschen. In dem Sinne... Meine lieben Bruts, machen Sie es gut, hauen Sie rein und bei.